Moore sind der wichtigste natürliche Kohlenstoffspeicher. Dieses Projekt ist authentisch, regional und transparent und bietet einen ergänzenden Baustein im Nachhaltigkeitsengagement der Unternehmen, die gerade von Seite von Mitarbeitenden, Mitgliedern und Kunden auch sehr geschätzt wird. Moore entstehen über lange Zeiträume, jahrhundertelang und jahrtausendelang wird dort Pflanzenmaterial, was dann eben abstirbt, nicht zersetzt, speichert sich im Boden an, bildet mächtige Torfkörper und führt dazu, dass sich dort also große Kohlenstoffspeicher anreichern. Wenn wir auf das Projektgebiet schauen, so ist das stark entwässert durch die Grabensysteme, die aus dem 19. Jahrhundert vor allen Dingen stammen. Dort entweicht jährlich ca. 3600 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Und unser Ziel ist es im Rahmen des Projektes, dieses zu minimieren und zunehmend auf Null zurückzuführen. Insofern ist Moorschutz immer auch aktiver Klimaschutz. Und wenn man auf das gesamte Wildnisgebiet schaut, so haben wir hier ein großes Potenzial, im gesamten Wildnisgebiet auch CO2 zu speichern. Auch in den gesamten Böden im Bereich der Bäume des Aufwuchses wird CO2 gespeichert. Wir haben eine Berechnung gemacht, dass mit der Sukzession, die jetzt einsetzt, also mit der natürlichen Entwicklung, sich der CO2-Speicherung in unseren Wildnisgebieten nochmal verdreifachen wird. Die Pilotinitiative Mittelstand und Moor ist deshalb zustande gekommen, weil sich der Mittelstandsverbund schon sehr, sehr lange im Bereich Nachhaltigkeit engagiert und aus dem Kreis der Mitglieder der Wunsch kam nach mehr Engagement. Ich bin tief beeindruckt von dem Projekt hier. Wir sind im Wildnisgebiet Jüterborg und es ist sehr schön zu sehen, was hier alles passiert, wie im Grunde der ursprüngliche Zustand ja wieder hergestellt werden soll, der hier vor 200 Jahren einmal bestand. Wir sind sehr kundig durch das Gebiet geführt worden, haben einen sehr unmittelbaren Eindruck von dem bekommen, was hier passiert. Und ich freue mich sehr, dass wir als Mittelstandsverbund mit der Sinnstifter gemeinsam dieses Projekt mit der Stiftung Brandenburg vorantreiben. Also das Highlight im ersten Projekt ist, dass wir die Wildkatze durch das Wildkatzenmonitoring nachweisen konnten. Zum ersten Mal überhaupt in dem Gebiet nach über 200 Jahren kommt sie hier wieder vor. Sie ist immer noch auch wieder hier, immer noch da und bestreift das Gebiet. Und im Randbereich des Projektgebietes befindet sich auch ein Seeadlerhorst. Und der hat in diesem Jahr auch erfolgreich gebrütet mit mindestens einem Jungvogel. Es war jetzt für mich sehr wichtig, dass ich jetzt hier gewesen bin, um wirklich den eigenen Eindruck auch dann zu bekommen. Und wir werden das mit vollem Engagement weiter vorantreiben und haben hier auch eine sehr, sehr engagierte Projektleiterin. Insofern freue ich mich darauf, wenn wir entsprechend weitermachen können.